liebe Kinder. Schön, dass wieder Kinderstunde angefangen hat. Und was machen wir mal am Anfang? Beten. Und wie beten wir? Wir schließen die Augen und falten die Hände. Okay. Lieber Gott, ich danke dir, dass wieder Kinderstunde ist. Ich danke dir, dass so viele Kinder eingeschaltet hat. Und ich bitte dich einfach, dass jedes Kind etwas aus der Geschichte und aus diesem Gottesdienst was mitnimmt. Amen. Amen. Und hast du Lust, was zu singen? Na klar, können wir machen. Okay, dann lass uns jetzt was singen und danach kommt die Geschichte. Mama, darf ich raus? Aber zieh bitte deine Mütze an. Es ist echt kalt draußen geworden. Oh nee, ich mag die Mütze nicht. Die rutscht immer und stört mich beim Spielen. Lisa, ohne Mütze gehst du nicht raus. Du wirst krank. Mama, bitte, 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 bitte. Nein, und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Oh Mann. Lisa geht mit motzigem Gesicht raus, mit der Mütze auf dem Kopf und ärgert sich. Ich mag diese Mütze nicht. Da kommt Lisa auf eine ganz tolle Idee. Sie dachte, Mama denkt ja, ich bin mit der Mütze rausgegangen. Jetzt verstecke ich sie hier einfach zwischen den Bäumen und wenn ich wieder reingehe, ziehe ich sie einfach wieder an. Dann denkt Mama, ich hatte sie die ganze Zeit an. Lisa war glücklich über ihre Idee. Sie nahm die Mütze, versteckte sie bei den Bäumen und rannte zu den anderen Kindern. Der Nachmittag verging so schnell, die Kinder hatten so viel Spaß. Als es langsam dunkel wurde, musste Lisa natürlich nach Hause. Sie nahm die Mütze aus dem Versteck, zieht sie an und geht heim. Als Lisa abends dann im Bett lag, merkte sie, dass sie Ohrenschmerzen bekam. Ob Mama recht hatte? Werde ich jetzt krank, weil ich die Mütze nicht anhatte? Da lag Lisa im Bett und machte sich Gedanken und die Schmerzen wurden immer schlimmer. Sie traute sich nicht, Mama davon zu erzählen. Sie fing an zu weinen. Mama, kommst du mal bitte? Was ist los, mein Schatz? Ich habe so Ohrenschmerzen. Wie könnte das denn passieren? Du hattest doch die ganze Zeit eine Mütze an. Jetzt musste Lisa es Mama erzählen. Wie wird Mama nur reagieren? Mama, ich hatte die Mütze nicht an. Ich hatte sie vor der Tür versteckt und beim Reingehen wieder angezogen, damit du denkst, ich hatte sie an. Ach, Lisa, ich habe dir doch gesagt, warum du die Mütze anziehen sollst.
Weißt du, es gibt in der Bibel auch eine Geschichte, wo jemand nicht gehorchen wollte und dann was Schlimmes passiert ist. Soll ich sie dir mal erzählen? Hallo, ich bin Theodor die Maus, aber meine Freunde nennen mich Theo. Ich lebe bei Jona. Jona ist ein Prophet. Seine Aufgabe ist es, den Menschen von Gott zu erzählen. Gott hat Jona einen neuen Auftrag gegeben. Geh nach Ninive und sag deinen schlimmsten Feinden, dass ich sie liebe. Ich freue mich eigentlich immer über die Aufträge von Gott, aber auf den habe ich so gar keine Lust. Unseren Feinden etwas von Gott erzählen? Niemals. Jona sieht das genauso. Das sind richtig böse Menschen, die lauter böse Dinge tun. Wenn Jona zu denen geht, werden die ihm sowieso nicht zuhören. Sie werden ihn auslachen oder vielleicht noch viel schlimmere Dinge tun. Doch was sehe ich da? Jona packt seine Sachen. Ich glaube, er hat einen Plan. Will er jetzt doch nach Ninive? Egal. Da, wo Jona hingeht, gehe ich auch hin. Am besten schlüpfe ich schnell in seine Tasche. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Wir stehen an einer Kreuzung. Dort geht es nach Ninive. Der andere Weg führt nicht nach Ninive. Wofür wird Jona sich entscheiden? Jona läuft los. Ach, Glück gehabt. Es geht nicht nach Ninive. Es geht nicht zu den bösen Menschen. Aber wohin will Jona dann? Da ist ein Boot. Das fährt an das andere Ende der Welt. Ganz weit weglaufen. Das ist eine super Idee. So weit weg, dass Gott uns nicht finden kann. Dann müssen wir auch nicht machen, was Gott will. Jona bezahlt eine Fahrt zu einer Stadt ganz weit entfernt. Wir steigen auf das Boot. So aufregend. Ich bin noch nie Boot gefahren. Auf dem Meer zieht plötzlich ein Sturm auf. Die Wellen werden immer höher. Das Boot wird hin und her geworfen. Ich muss mich ganz doll festkrallen, damit ich nicht über Bord falle. Ich bekomme große Angst. Wir werden sinken! riefen die Seeleute. Sie können das Boot nicht mehr lenken. Sie werfen alles über Bord, was nicht niet- und nagelfest ist. Jona hat sich unten im Boot versteckt. Er umklammert seinen Beutel ganz fest, damit mir nichts passiert. Doch was macht Jona da? Er geht zum Kapitän. Der Sturm ist meine Schuld. Gott hat diesen Sturm geschickt. Ich wollte vor ihm weglaufen. Aber das hat nicht geklappt. Werft mich ins Wasser und der Sturm ist vorbei. Die Seeleute schauen ganz verdutzt. Doch Jona meint es wirklich ernst. Der Sturm wird immer schlimmer. Die Männer strengen sich wirklich an, aber der Sturm wird immer, immer stärker. Den Seeleuten tut es leid, aber sie packen Jona und mich und werfen uns eins, zwei, drei, platsch ins Wasser. Der Sturm wird still, aber für mich und Jona ist das bestimmt das Ende. Ich kann nicht schwimmen und Jona rudert auch nur komisch mit den Armen. Das war wirklich kein guter Plan. Gott, bitte hilf uns! Und seht ihr das? Es wird noch schlimmer. Da kommt ein Riesenfisch. Ich glaube, das ist ein Wal. Er macht sein Maul ganz weit auf. Er wird uns fressen. Das war's mit mir und Jona. Alles ist ganz dunkel und irgendwie nass. Ich höre Jona neben mir stöhnen. Das heißt, wir sind noch am Leben. Allerdings ist es wirklich richtig dunkel hier. Und es riecht ganz komisch, irgendwie stinkig. Wo sind wir? Es riecht so wie Jonas Sporttasche. Nein, schlimmer, es riecht so wie wochenalter Biomüll. Irgendwie fischig. Oh je. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wir sind in dem Wal. Oh. 3 Tage sind wir im Bauch des Fisches.
Ich sage euch, das ist so eklig hier. Aber ich bin auch so dankbar, dass ich am Leben bin. Gott hat diesen Wal geschickt, damit er uns das Leben rettet. Jona hatte auch Zeit zum Nachdenken. Inzwischen tut es ihm leid, dass er weglaufen wollte. Deswegen betet er zu Gott und bittet um Vergebung. Unser Plan war ziemlich dumm, denn vor Gott kann man gar nicht weglaufen. Er ist einem immer nah. Auf einmal verändert sich etwas. Irgendwie scheint der Wal Luft zu holen. Und dann, mit einer großen Ladung Fischknochen, spuckt der Wal uns aus. Das ist aber nicht die ganze Geschichte von Jona. Den Schluss erzähle ich dir nächstes Mal. Jona wollte auch nicht auf Gott hören und versuchte, sich zu verstecken. So wie du nicht auf mich hören wolltest und die Mütze versteckt hast. Mama, es tut mir leid. Gott sagt in der Bibel, du sollst auf Gott und deine Eltern hören, weil die dich lieb haben. Und wie fandest du die Geschichte? Sehr gut. Und ich bin gespannt, wie es nächsten Sonntag weitergeht. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Und wenn ihr erfahren wollt, wie Jona sich am Ende entscheidet, dann schaltet nächsten Sonntag wieder ein. Und es gibt noch Bastelunterlagen und die findet ihr auf der Homepage. Fragt eure Eltern, die drucken es euch gerne aus. Und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und tschüss!